Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Life is Strange Before the Storm. What is this? I don't know. Let's open it. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Vom blutigen Bill. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Der wird das ausgegraben haben und wird dann noch was mit dazu gepackt haben oder so und wird das wieder neu vergraben haben. Das ist ja lustig. Ahoy there, Plankwalkers! It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you're so cute. Check it out. Ugh, Maxine. Liebe Chloe, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben Sommerferien und erstellen eine Zeitkapsel für dich und mich in der Zukunft mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Lieblingstier, arabisches Pferd, Max. Otter, Chloe. Lieblingsessen, Hummerrolle, Max. Kaffee, Eiscreme, Chloe. Dritter drins Lieblingsfach, Kunst oder freies Lesen, Max. Wissenschaften, Chloe. Viertens, beste Freundin, die andere, beide. Wie steht es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm oder so weiter? Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß mit deiner besten Freundin. Alles Gute, Max Clawfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie wir unseren Tag verbracht haben. Kannst du erraten, welches davon wahr ist? Erstens, wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? Zweitens, wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyramiden-Pyjama-Party. Drittens, wir mögen extrem salzige Brezeln. Viertens, wir veranstalten ein Rennen, wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Fünftens, wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können und werden nur Goldfarben benutzen. Sechstens, wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie im Stich gelassen. Was hast du geraten?
Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer. Chloe Elizabeth Price. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. Katzbilder, ja, Katzbilder sind geil. Ich mag die auch total. All these memories. I want to look at everything. This container looks like it could last 100 years. Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Vielleicht solltest du runterkommen und dem Typen zusammen mit mir das Gesicht mit Flugkraft wegfliegen lassen. Wie gemein. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. Der Chopper, okay. Der Helikopter. Der bequemste Sitz der Welt. Wechselt Pedale zwischen Rädern und Rotoren, treibt auch die Rotoren an. Als ob das funktionieren würde. Flaming Fingers, Flint und Steel. Flammende Feuer, Finger, Feuerstein und Stahl. Na toll. Das ist ja klar, dass das auch wehtun kann. Deswegen auch das mit denen, mit diesen Zauberkasten und so weiter. Also das ist der... Das Rätsels Lösung, wie sie gezaubert hat, wahrscheinlich aus dem Kasten. Sonnenstrahl. Hier kommt das Sonnenlicht rein, Spiegel und Linsen, um das Sonnenlicht zu verstärken. Laserstrahle werden von hier verschossen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. A time capsule was such a good idea. I know. Most of these are pretty far off base. It's so hard to predict the future. Maybe it's better to enjoy the present instead. Vorhersagen für die Zukunft von Chloe und Maxine. Wir hängen immer noch miteinander rum, mehr als mit irgendjemand anders. Wir sind beide mittelmäßig beliebt. Wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Wir treffen keine Entscheidungen, ohne die andere zu Rate zu ziehen oder den sprechenden Schädel unserer Feinde. Wir haben beide ein Haustier. Chloe hat die Antarktis bereist. Max hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Eine von uns hat eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Wir sind gut in der Schule. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2000. Ja, das hatten wir schon gelesen. Is writing genau. Once a week too often? Will I run out of things to say? Recording things was so much fun in third grade. It's good to see you, old friend. Das kenne ich auch noch. Wer hat als Kind nicht eine Kassette aufgenommen? There are no mistakes in art. We always make so much more of a mess here than at my house. Manga might be the one thing where Chloe out-nerds me. I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Ich und Papa. This is probably the last thing Chloe's mom wants to see after a shift at the dump. Wird sich tatsächlich aufräumen, oder? Geht das? Echt? Erstmal aufgeräumt.
Okay. Jemand ist ein guter Mensch. Alter Schwede. I always look especially short next to Chloe. That was a good week. I used every possible excuse to be here for breakfast. Viel Glück, Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two-Volts-Waffen in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Frau. Okay. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess, compared to that, Seattle's not so far. These used to make great pirate swords. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. I wonder if that's the voicemail Chloe's mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it, but if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Ob das so eine gute Idee wäre, weil die werden sich wohl schon Gedanken darüber gemacht haben, warum sie die Nachricht nicht hören soll. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Okay. Gespart ausgegeben. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO. Können wir endlich ein MMO ausprobieren? Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. I could use this to recreate that old photo of Chloe. Yes. Pose for a photo with that? Okay, tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. I still haven't told Chloe about my news. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. Levine als Marienkäfer wahrscheinlich, so wie es aussieht. Levine 2001. Levine 2002. This used to be the rainy day pirate ship. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Mit den winzigen Geschichten von Frauen, die in der Mitte ihres Lebens den Beruf wechseln, herausgegeben. Claire und Cassidy, okay. You sure were troublesome to find. Ah, hier ist die Schneekugel. Ich glaube, wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, dann könnt ihr mit der Schneekugel was anfangen. Das war auch so ein Ding mit der Schneekugel. Now you've got something pretty to look at. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures?
You're such a space hog. Move over. Nope. Tja, sagen wir es ihr nicht. Wie wird sie reagieren, wenn wir ihr das sagen, dass wir wegziehen? Wird noch interessant. So, wollen wir mit ihr mal quatschen. Hey, Hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. Ha! Diese scheiß Kugel von da oben. Oh, nee. This jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh. Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Gruseligkeitsalarm. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She didn't like me getting mushy just now. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing, right? Jetzt wäre eigentlich der richtige Punkt. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. Jetzt haben wir das mit dem Telefongespräch vergessen. Ja, mit dem Anrufbeantworter. So ein Mist. Das wäre noch interessant gewesen. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. Yeah. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I thought about telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. Then it would have been hanging over us all day. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. We'll keep in touch. Okay, and visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember?
We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Okay. Das ist der Tag. Nee, oder? Gott. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. Den Vater und die beste Freundin verloren, das fast zeitgleich. Aufnahme von Max. Thinking if I could just see you, but we'll get good at it, great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit, and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this.
Wait, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. In diesem Sinne, bis denn dann.